Guten Abend. 2 Minuten zu spät. Ich habe hier noch die Tine und die Lena verabschiedet. Und los geht's. Ihr braucht euer Faszienrollenset, euren Igelball, euren Gurt und was zu trinken. Und dann können wir schon loslegen. So. Bei mir ist es wieder frisch. Ich habe gerade nochmal gelüftet. Deshalb habe ich mein Langarmshirt und meine Socken an. Guck mir nochmal den Ausschnitt an, dass ihr mich gut seht. Das passt. So, wir nehmen den Igelball, linken Fuß und fangen ganz unten an. Wir haben heute wieder 60 Minuten Zeit. Das heißt, wir können viel rollen und viel dehnen. Und ich brauche nicht so auf die Uhr zu gucken. Und habe gerade nochmal meinen Ordner gewälzt. Den habe ich mir tatsächlich hier gerade nochmal hingelegt. Es gibt noch ein paar ganz tolle Übungen fürs Gesicht, speziell für Kiefer und Auge. Das sage ich aber vorher an, da machen wir mal eine Extrastunde. Da würde ich tatsächlich mir noch eine Decke mit auf die Matte legen. Da liegt man nämlich sehr viel auf dem Rücken. Und vielleicht hole ich mir für den Tag mal eine Kamerafrau, Kameramann. Das sind ganz spannende Übungen, speziell bei Migräne oder bei Sehschwächen. Ja, das habe ich mir jetzt mal überlegt. Auch diese Übung für den Kiefer. Das sieht man immer so ein bisschen merkwürdig aus, weil man so komische Grimassen macht. Aber das wäre nochmal so vielleicht am Samstag so entspannt ins Wochenende, entspanntes Gesicht, eine schöne Idee. So, ich habe ordentlich Muskelkater im Trizeps von der Langhantelstunde gestern. Ich mache mit euch gleich eine schöne Übung zum Dehnen des Trizeps. Andere Seite. Ich sehe gerade in der Kamera, dass man meine Fensterbank so schön drauf hat. Da kann ich auch dann schön das Oberarmrollen nochmal zeigen. Knete mal richtig durch. Nimm dir die ganze Fußsohle vor, dass sie richtig warm wird. Vergesst die Ferse nicht. Du rollst mal weiter. Ich muss mal ganz kurz hier zurückwinken, sonst sehe ich mich nicht. Schön, dass ihr immer wieder neue Gesichter im Kurs habt. Da freue ich mich. Wenn ihr vielleicht am Anfang mit eurem Material gut zurechtkommt, dann freut mich das. Und wenn ihr dann zu mir kommt und sagt, ich möchte jetzt dann doch mir ein Originalset kaufen, dann freut mich das natürlich noch mehr. Weil ich weiß, dass ihr dann die perfekten Rollen habt, vom Härtegrad, die Aussparung. Und dann können wir richtig gut arbeiten. So. Bevor wir noch weiter an die Füße gehen, darfst du schon mal die Socken ausziehen, weil wir die erste Übung im Stehen in der Grätsche machen. Und damit ihr nicht ausrutscht, empfehle ich euch, die Socken auszuziehen. Ich nehme eine Grätsche so breit wie meine Matte. Großer Zeh guckt nach innen. Ich habe die Rolle, auf der stütze ich mich nämlich ab und kann den Rücken gerade legen. Bist du sehr kurz, kannst du dir auch ein Höckerchen, ein Stuhl oder ähnliches nehmen. Ich brauche einen rechten Winkel zwischen deinem Rücken und deinem Oberschenkel. Okay. Der linke Arm geht hoch, mit der Ausatmung schaust du zur Decke, dehne in den rechten Innenschenkel, komm zurück. Ausatmen, rechter Arm geht hoch, dehne in den linken Innenschenkel. So eine richtig schöne Rotationsbewegung im unteren Rücken. Das machst du sehr gut. Spüre mal in deinen Körper rein, jetzt speziell in den Innenschenkelbereich, in deinen Lendenwirbelbereich und auch in den Brustwirbelbereich. Richtig schön aufnehmen. Ich habe hier immer den Luxus mit meinen Spiegeln rundherum. Ich kann mich ganz toll kontrollieren. So, jetzt habe ich schon ein paar Wiederholungen gemacht. Ich merke, dass ich weich geworden bin im Rücken. Ich gehe mal ein bisschen tiefer. Ich kann meinen Rücken immer noch toll gerade halten. Vielleicht magst du die Rolle auch ganz weglegen. Also. Und ohne Rolle arbeiten. Super, kommen noch 4 Stück. 1,
zwei, drei, einer geht noch, vier, halb. Die Hände rechts und links ans Schienbein, Arme zur Seite, Rücken gerade, komm hoch und löse auf. Wunderbar. Beweg deine Beine. Wir nehmen die kleine Rolle schon mal mit und die Mini-Rolle. Mit der Mini-Rolle fange ich an. Die kleine Rolle lege ich mir bereit. Ich rolle von der Ferse bis zur Zehenspitze. Von der Zehenspitze bis zur Ferse, Entschuldigung. Fange an mit dem großen Zeh drauf, dem zweiten und dem dritten und rolle jetzt mal Richtung Ballen. Ich nehme immer wieder das Körpergewicht auf die Rolle dazu. So, überprüf mal, wie es dein Fuß geht. Ich bin jetzt hier im Mittelfußbereich. Jo. Und rolle weiter. Schön langsam bis zur Ferse. Und löse auf. Andere Seite. Großer Zeh, Zeh 2 und 3 sind drauf. Und ich umkralle mit meinen Zehen die Rolle und rolle Stück für Stück für Stück. Richtig da rein. Breiter Fuß, komm richtig schön rein. Und du rollst und rollst und rollst und rollst. Und du rollst bis zur Ferse. Gut. Dann nehme ich mir die kleine Rolle. Schon wieder so viel Winkerei hier im Bild. Ihr seht das nicht, gell? Aber ich habe hier dann immer ganz große weiße Felder. Und dann kann ich mich in der Kamera gar nicht sehen. Rechter Fuß fällt an. Ich nehme mir die kleine Rolle, die Mini-Rolle. Wenn du die nicht hast, nimmst du dir am besten einen Tennisball, aber jetzt keinen Igelball. Und ich rolle mal einen kleinen Spiel rein, das Gewebe unter Fuß. Und dabei spreize ich alle Zehen auf. Der Große, der bei mir hier rechts eigentlich einen ganz heftigen Hallux noch hat, der lässt sich mit dem Ball so weit nach außen spreizen, das kriege ich sonst nie hin. Oh, ordentlich geknackt. Und dann probiere ich wirklich die Beweglichkeit ganz intensiv wiederzufinden. In meinen Mittelfußbereich. Witzig finde ich das, dass ich den so abgespreizt kriege. Gut. Das ist ein Übungseffekt, den habe ich auf einmal festgestellt, auf einmal konnte ich das. Bei meinem Rechten war das hat nicht lange gedauert, ein paar Wochen und schon hatte ich den Hallux da komplett, den Zeh geradeaus nach vorne, hat überhaupt nicht mehr nach links innen reingebogen. Er ist ab und zu noch schmerzhaft, also auch gerade bei der Dehnung merke ich den Mittelfußknochen vom großen Zeh links extrem. Auch jetzt hier beim Rollen merke ich den. Aber der Fuß ist so schön, also der Zeh ist so schön gerade geworden. Und rechts, der noch einen ordentlichen Rechtsdrall hat, der tut gar nicht mehr weh, aber ist sehr beweglich. Und tatsächlich habe ich von Kindesbeinen an habe ich eine rechts und links Schiene nachts getragen. Und mit Gewalt wurde der Knochen nach außen gezogen. Und kaum waren die Schienen weg, hat der Knochen sofort wieder den Gang nach innen gemacht. Also das war nicht das Problem. Das Problem ist bei mir hier mehr Mittelfuß-Wadenbereich. Oh, das tut richtig gut mit dem Ball. Das ist ganz anderes Kaliber, gell, als Igelball, merkt ihr, ne? So, wir bleiben bei den Füßen. Wir nehmen aber komplette große rückwärtige Linie, das ist diese Faszienkette von unterm Fuß über deine Wade hoch. Und zwar nehme ich mir meine Knieretter. Du kannst dir deine Matte, dein Handtuch so richtig schön dick stapeln, dass du mit erhöhten Zehenspitzen stehst. Ich mache das hier, stelle sie auch ziemlich hoch, ziemlich eng. Also die Knieretter stehen unter meinem Hüftgelenk. Ich nehme meine Rolle. Und ich
brauche meine Stoppuhr. Wir machen 20 Sekunden Dehnung, 10 Sekunden halten und wippen und wieder 20 Sekunden Dehnung. Drei Durchgänge. Zehenspitzen hake ich oben drüber, wenn du jetzt auf einer zweiten Faszienrolle stehst oder auf deinem Duden oder auf deinem gerollten Handtuch. Schau, dass du gerade bist. Guck mal, ich nehme wieder den geraden Rücken nach vorne, Knie durchgedrückt, Rücken 1A gerade, Brustwirbelsäule ist gestreckt und ich starte und halte. Der Bauchnabel zieht nach oben. Deine Lendenwirbelsäule hier, ne, die kippst du noch ein bisschen mehr, dass der Popo noch mehr zur Decke zeigt. Und atmen. Füße schön dicht. Achtung, wir heben und senken die Fersen. Hoch und ab. Hoch und ab. Bitte nicht so hektisch und schnell. Ganz bewusst und sorgfältig. Beine strecken. Komm, einer noch. Ausatmen. Schau, ob du die Ellenbogen weiter beugen kannst. Ob du mit deinem Bauch dichter an die Oberschenkel kommst. Mein Beuger zittert. Meine Kniekehle zittert. Und meine Kniescheiben zucken immer so ein bisschen. Bauch ist fest. Spitze Ferse. Wunderbar. Komm hoch mit dem Gesäß. Schieb nach oben. Wunderbar. Komm. Du atmest. Und atme aus. Klapp weiter den Bauch Richtung Oberschenkel. Nacken ist lang. Atmen. Und das zieht wunderbar. Letzte Runde, spitze Ferse. Komm, du darfst aktiv sein. Zieh, vielleicht spürst du deine Füße, dein Sprunggelenk. Und die letzten 20, beug die Ellenbogen noch ein bisschen tiefer. Guck mal, ob du die Kniekehlen vielleicht noch einen Millimeter weiter durchstrecken kannst. Sieht super aus. Und atme. Hui. Meine Füße werden schön heiß. Ein bisschen, steig links und rechts ab, stütz mich am Schienbein ab. So, ich habe hier ordentlich gearbeitet, komm mit geradem Rücken hoch. Super. Jetzt brauchst du Platz auf deiner Matte und die Kniekehle unter der Rolle. Elektrisierte Sitzbeinhöcker habe ich. Knie auf die Rolle. Ferse in den Boden, Zehenspitzen flex, Bauchmuskel rein, leichtes Hohlkreuz, Arme vor, gerader Rücken, zieh, 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 noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, Zehenspitzen zur Decke, Zehenspitzen zur Decke, Wade, guten Tag, und löse auf. Oh, wunderbar, schön ausschütteln. Sehr gut. Ich habe mich mal jetzt hier ein bisschen mit meinen Anatomiefiguren bestückt. A, fühle ich mich dann hier nicht so ganz allein und B, kann ich dir mal ein bisschen was zeigen. Wir gehen an die Füße. Wir fangen ganz unten an. Und zwar hast du ja, wie hier oben in der Hand, damit beschäftigt man sich eher mal, hast du auch 5 Mittelfußknochen. Und an die Mittelfußknochen und an die Zehen und die einzelnen Zehen wieder. Jeder Zeh hat ja auch, wie so ein Finger, nochmal einzelne Gelenke. Da gehen wir jetzt mal ran. Dieses Sprunggelenk, ne, das kriegt auch richtig viel Dehnung ab, genauso wie das Schienbein vorne. Pass auf. Es kann sein, dass du auf der Arbeit den ganzen Tag Arbeitsschuhe tragen musst. Dann wird das jetzt wahrscheinlich nicht deine Lieblingsübung, aber eine ganz wichtige. Ich hoffe, dass wir genug Licht haben. Du stellst deine 5 Zehen an den Boden auf, ne? Als wenn wir in den Vierfüßler gehen. Jetzt schiebe ich das Gewicht zurück. Der kleine Zeh, der sollte nicht in der Luft stehen, der sollte auch etwas mit abbekommen. Und ich kann ziemlich gut da drauf. A, weil wir das im Yoga ziemlich oft mit der Corina geübt haben. B, weil meine Zehen durch das Pilates
Pilates-Training auch sehr gut gedehnt sind. Jetzt habe ich hier eine schöne rutschige Hose an. Ich rutsche mit den Knien auf der Matte, das sieht man wahrscheinlich nicht so, nach vorne, so weit, wie ich das im Sprunggelenk gut aushalten kann. Und ich merke, dass ich hier in der Höchstposition, also meine 8 bin, was die Zehen aushalten können. Denk dran, wir bleiben da ein bisschen drin, also unter der 10, über der 8, ne? Gut. Drück auch schon Start, keine Angst. So, ich habe jetzt also 10 umgeknickte Zehen. Der große Zeh ist wahrscheinlich ein bisschen intensiver drin als der kleine. Schau, dass deine Fersen unterm Popo sind, nicht nach rechts und links sich nach außen mogeln. Rücken gerade, Bauch ist fest und du sitzt in der Position, wie du es aushalten kannst. Achtung! Alle 10 Zehen, alle 10 drückst du nach unten in den Boden. Alles, was geht, alles, was geht, alles, was geht. Noch ein bisschen, 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 bisschen. Atme aus. Vielleicht kennst du das, Strandurlaub. Die ersten 2 Tage ganz viel im Sand spazieren gegangen. Man kriegt richtig Muskelkater im Fuß und in den Schienbeinen. Diese Beweglichkeit, die deine Zehen da wieder im Sand entwickeln können, bringen erstmal dein ganzes Gewebe wieder in Umbruch. So, Runde 2. Alle 10 Zehen von deinen Füßen drückst du nach unten. Komm, komm, komm. Ich rutsche in der Hose. 2-3 mm waren das jetzt. Weiter nach vorne. Ich habe ganz ungeknickte Füße. Es gibt tatsächlich Frauen, die laufen in solchen Schuhen. Die haben solche Absätze, diese Stilettos, freiwillig. Den ganzen Tag. Und die letzte Runde. Alle 10 Zehen drückst du in den Boden. Komm, 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 komm. Weiter, 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 weiter. Und die letzten 20. Die schaffen wir jetzt auch noch. Ganz langsam hier rauf, zurück, langsam und streck meine Beine und bewege meine Füße. Du stellst die Füße auf, ziehst die Zehenspitzen zu dir, zu dir, zu dir, zu dir, weiter, 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 weiter und löse auf. Es gibt so Gelenke, wie jetzt hier eine Wirbelkörper mit einer Bandscheibe dazwischen mit dem Knorpel. Jede Gelenkverbindung, also ob das jetzt eine große Schulter, große Hüfte ist, es ist immer, wo Knochen auf Knochen trifft, also auch bei deinen Fingergelenken und bei deinen kleinen Zehen da unten, hast du an den Enden Knorpel. Ne? Und dann ist es umfasst von einer Gelenkkapsel, damit das Gelenk, also hier so Scharniere, sich auch bewegen können. Und der Knorpel ist nicht durchblutet, aber er muss ja erneuert werden. Und das macht er durch Bewegung, durch Zug und Druck. Und das haben wir jetzt hier gemacht. Das heißt, wir haben Engpässe durch zum Beispiel fixierte Zehen in Arbeitsschuhen oder durch falsches Schuhwerk, zu eng, zu weit, zu hoch, falscher Winkel im Fuß. Das haben wir jetzt gelockert. Komm mal in den Stand. Ich muss gerade schon wieder ein Stück trinken, wenn ich so viel rede. Komm mal in den Stand. Ich will dir kurz ein Gefühl in den Fuß geben. Und zwar, stell mal den rechten Fuß nach hinten auf die Zehennägel. Ich drücke jetzt den Spann zum Boden. Ich beuge das linke Bein, das rechte ist gestreckt. Ich gehe jetzt hier richtig runter. Kannst du das erkennen? Ich habe alle 5 Zehen umgeknickt. Und ich bringe Dehnung in meinen Fußspann, also die Vorderseite. Löse mal rechts auf, mach das mal links. Fußspann runter. Und das linke Bein strecken, strecken, strecken. Und ich komme weiter rein. Das machen wir jetzt mit der Hand. Wir biegen die Zehen nach unten um und bringen Dehnung vorne. Wir waren eben hinten, jetzt gehen wir nach vorne. Guck mal. Rechtes Bein streckst du nach vorne. Und wisst ihr was? Ich hole euch gerade mal runter. So. So.
Fuß. Meine Stoppuhr. Ich greife um alle fünf Zehen, ziehe die nach innen, bringe Dehnung in meinen Fuß, spann, ziehe meinen rechten Zeh zur rechten Ferse, habe hier Spannung hoch bis zum Schienbein. Guck mal, so eine abfallende Linie und mein Sprunggelenk ist nicht abgeknickt. Ich nehme jetzt die linke Hand dazu, ziehe mit aller Kraft auf eine 8, also außerhalb meiner Komfortzone, es pitzt ordentlich. Kommen die 10 Sekunden, möchten die Zehen sich strecken, aber beide Hände halten dagegen. Das heißt, du drückst deine Zehennägel in die Handfläche und baust Spannung auf. Ganz einfach. Achtung! Alle 5 Zehen werden nach innen gebogen. Also so eine prima Ballerina-Spitzentanzposition. Noch ein bisschen übertrieben. Ich muss jetzt hier richtig festhalten. Ich merke alle 5 Mittelfußknochen, Sprunggelenk und je kräftiger ich ziehe, desto intensiver geht es gerade mit hoch in meinen Schienbein. Achtung! Versuch alle 5 Zehen in deine Handfläche zu drücken. Komm, 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 weiter, weiter, weiter. Oh, das brennt bei mir. Ausatmen, zieh weiter ran. Ich brauche tatsächlich beide Hände. Das ist so ein brennender Schmerz. Das ist nicht wie im Rücken, dass man sagt, das ist wie so ein blauer Fleck. Es brennt richtig. Schön ist was anderes, aber wir wollen ja was erreichen. Achtung, ich drücke ganz unsichtbar mit allen 5 Zehennägeln in meine rechte Handfläche. Die Zehen wollen sich strecken, ich lasse es nicht zu. Ausatmen, ziehe. Mein rechter Fuß hier, der macht schon mit. Habe ich eben nicht rechtes Bein gesagt? Egal. Den Fuß, den du gerade hast, bearbeitest du, ob rechts oder links, egal. Oh, mein Ballen brennt hier ein bisschen. Letzte Runde. Alle 5 Zehen versuchen sich in deine Handfläche zu bohren. Alles, was geht. Alles, was geht. Alles, was geht. Und jetzt ziehe ich noch mit aller Kraft den großen Zeh und alle 4 anderen zur Ferse. Und Activity completed. Ganz langsam entlasse ich den Fuß. Ich bewege und gehe nochmal allein in die Position. Streck die Zehen nach unten. Streck den Spann, das Sprunggelenk. Komm, 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 komm. Weiter, weiter, weiter. Und löse auf. Boah, jetzt habe ich heiße Füße. Ich hoffe, ihr auch. Andere Seite. Das rechte Bein oben. Ich glaube, ich war eben seitenverkehrt. Nehme mir alle 5 Zehen, nehme die andere Hand dazu, biege den großen Zeh Richtung Ferse, habe die abfallende Linie, das gestreckte Sprunggelenk und ich drücke schon Start. Und jetzt kommt Werbung. Bauch ist leicht nach innen gezogen und ich gebe richtig Gas. Der Fuß sagt noch nicht so viel, muss richtig Kraft ausüben. Ich glaube, ich greife nochmal um, damit ich hier die Kleinen besser habe. Hier habe ich noch diese richtige schöne Beule von meinem Malux. Achtung! Alle 5 Zehen drücken mit voller Kraft gegen die Handfläche. Und noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr. Ausatmen, weiter ranziehen. Pass auf, dass du jetzt hier oben in den Schultern nicht verspannst. Jetzt fängt es an zu brennen hier oben auf dem Fuß. Du kannst mal wirklich so ziehen, dass du hier hochkommst. Probier mal, ob du das kriegst. Und Runde 2. Wir versuchen zu strecken, zu strecken, zu strecken, zu strecken, zu strecken. Ich ziehe richtig, richtig fest. Und den Fuß weiter nach unten. Kleine war mir ein bisschen abgehauen. Wenn ich jetzt ganz bewusst hier noch mit der anderen Hand mithelfe, also der Kleine brennt auch wirklich richtig gut. Achtung, letzte Runde. Vollgas, versucht zu strecken. Deine Zehennägel drücken in die Handfläche, weil sich die kleinen 15 mal ausstrecken wollen, aber stopp, noch 20 Sekunden. Sie dürfen bei der Übung nicht. Ja,
dem Sprunggelenk bei mir ganz tief. Activity completed. Und löse auf. Und richtig schön bewegen. Alle Zehen noch dran. Und strecke, 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 strecke. Und locker. Ich merke das tatsächlich, wenn mir die Füße wehtun, dann ist es bei mir meistens Zeit für einen neuen Trainingsschuh. Dadurch, dass ich ein bisschen mehr Kurse unterrichte, habe ich tatsächlich für ganz viele verschiedene Kurse verschiedene Schuhe und die sind bei mir relativ schnell durch. Das heißt, ich trete die platt oder vorne dieses Netz im Turnschuh, das ist viel zu ausgeleiert, ne, von Step Touch und Side to Side, wenn ich dann immer im Schuh so ein bisschen zur Seite rutsche und wenn mein Fuß brennt, dann weiß ich ganz oft, es muss ein neuer Schuh werden. Was ich abends immer mache, ich creme jeden Abend meine Füße ein, dass ich dann wirklich mit den Daumen hier zwischen die Mittelfußknochen gehe und wirklich hier vorne zwischen den Zehen, weil ich da auch eincreme, richtig hoch gehe und rein. Und dann kann man wirklich toll massieren. Bei uns zu Hause ist es ein Ritual, meine Kinder legen sich abends auf den Bauch und dann sagen die Mama Druckpunkte und dann gehe ich bei denen auch mit ein bisschen Handcreme, gehe ich einfach die Fußsohlen ab und gucke nach Punkten. Das müsst ihr mal bei euren Kindern machen. Ihr werdet staunen, was denen da am Fuß alles so wehtut. Also gerade so rund um die Ferse und rund um den Ballen, wenn die auch ein bisschen sportlicher sind, werdet ihr viele Punkte finden und die werden sehr dankbar sein. Wo ich gerade hier unten liege, nehmen wir doch die Halswirbelsäule. Roll mal den Rücken ab. So. Du darfst die Übung total gerne im Fersensitz machen. Ich habe immer das Problem, wer einen gut trainierten Bauchmuskel hat, der kommt hier oft zu hoch. Du bist nämlich eigentlich nur hier, der Bauchmuskel ist entspannt, also nicht anspannen und die Schulterblätter heben. So, wir ziehen gleich das Kinn zur Brust, das heißt die Ellenbogen ziehen Richtung Bauch. Wir fassen auf jeden Fall nur am Oberkopf, nicht am Haaransatz, auf gar keinen Fall am Hals. Wenn der 10-Sekunden-Teil kommt, möchte dein Kopf zurück zum Boden, aber deine Hände halten den fest. Bitte streck dabei deine Beine mal aus, dass du nicht so viel Druck ausübst und versuch, den Bauch entspannt zu lassen, einfach dran zu denken, dass die Schulterblätter hier bleiben, ne? Dass der Brustkorb gestreckt wird und dass du dich hier vorne nicht rund machst. Nimm mal deinen Kopf, bei mir ist es hier oben das Zopfband, da hakel ich immer so meine Daumen drunter, Ellenbogen zeigen nach vorne. Jetzt ziehe ich mein Kinn zur Brust. Also nicht hochziehen, also Bauchmuskel, sondern unten bleiben. Also Schulterblätter spürst du. Und hier wird gezogen. So. Das geht übrigens nicht auf dem Bett oder so. Ne? Du brauchst schon eine feste Unterlage. Auf einem zu weichen Bett, da sinkst du, da bist du rund in der Wirbelsäule. Also einen harten Untergrund. Auf geht's. Zieh dein Kinn zur Brust. Schulterblätter, guck mal, dass du die am Boden hast. Ich gucke mir meine Füße an. Und ich ziehe richtig kräftig. Oh, ich finde es gerade richtig angenehm. Du versuchst, deinen Kopf nach unten zu legen. Aber deine Hände lassen es nicht zu. Die halten den Kopf fest, da wo er ist. Weiter, ausatmen, weiter ranziehen. Guck nochmal, dass du deine Ellenbogen Richtung Füße ziehst, die Spitzen der Schulterblätter bleiben, den Kühnstich doppelkinn. Sehr gut. Und du versuchst, deinen Kopf hinzulegen. Dein Nacken spannt sich an, der wird so richtig schön warm, richtig schön warm. Weiter, noch ein bisschen, oh, nicht mehr drücken, ausatmen. Ich ziehe mein Kinn ein Stückchen weiter rein. Ich glaube, mein Kinn liegt schon komplett auf Brustkorb. Eine Runde haben wir noch. Achtung! Der Hinterkopf möchte nach hinten an den Boden, aber du lässt es nicht zu. Weiter, weiter, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und ausatmen, Kinn, das letzte Mal, weiter ran. Schulterblattkontrolle, bleib schön unten. Nase ein, Mund aus.
ganz langsam lege ich meinen Kopf ab. Bewege meinen Nacken ganz locker von rechts nach links, Arme eng an den Körper. Und wir ziehen jetzt nochmal alleine das Kind zur Brust. Achtung, Schulterblätter liegen lassen, weiter. Zieh, Arm, Nacken, komm, 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 komm. Und locker. Bleib nochmal kurz hier liegen. Arme eng an den Körper. Kinn ein bisschen rein, Hinterkopf liegt und kreise. Rechts das Kinn zur rechten Schulter, links das Kinn zur linken. Einfach so ein paar Mal im Wechsel. Richtig schön durchbewegen. Kopf ist ganz schwer in deine Nase, mal so einen Halbkreis über dein Gesicht. Und stopp, stell meine Füße auf, nimm meine Oberschenkel, den Kopf hoch und schaukel mich hoch. Bevor ich die Kamera zurückstelle, machen wir noch eine Handgelenksübung, dann kannst du das ein bisschen besser sehen. Pass auf. Handfläche nach vorne. Den Daumen in die Handfläche, Finger rum. Okay, Arme strecken. Deine Fäustchen ziehen nach außen hoch zum Unterarm. Das hier ist der Handrücken. Den legen wir ab. Okay. Dein Handrücken liegt vielleicht nicht ganz. Es kann sein, dass du so hoch stehst. Dann stehst du da. Wenn du dein Handgelenk schon richtig gut abknicken kannst, dann darfst du das gerne machen. Ellenbogen sind abgelegt. Okay. Abgelegt, durchgestreckt, gestreckt. Und deine vier Finger wollen den Daumen umfassen. Das sieht immer so ein bisschen aus, haben wir festgestellt, wie so eine Hand von einem Schimpansen oder Gorilla, ne? Okay, wir bleiben hier. Wenn der 10-Sekunden-Teil kommt, versuche ich immer wieder meine Finger ein bisschen weiter um den Daumen zu schließen und mein Fingerknöchelchen in den Boden zu pressen. Das ist auch bei vielen eine sehr unangenehme 8. Aber wenn es eine 8 ist, Augen zu und durch, probiere mal, trainiere das mit mir, übe das mal und dann sprechen wir uns, wenn du es ein paar Mal mit mir gemacht hast, wieder und sag mir, wie du es empfindest. Sag nur Daumen-Sattelgelenksarthrose oder Karpaltunnel, Tennis und Golf-Ellbogen. So ein paar Sachen, also Daumen rein, Finger drum, die kleinen Fäustchen nach außen und ich gehe in den Vierfüßler-Druck drauf. Und drücke Start. Ich höre euch schon rufen, drück endlich Start. Aber ihr wisst ja, man kann nicht zu lange in so einer Engpassdehnung bleiben. Das Problem wäre eher, dass man zu schnell rausgeht. Ist auch nicht meine Lieblingsübung. Ich drücke mit den Fingerknöchelchen in den Boden. Jetzt brennt mein Daumen ein bisschen. Ausatmen. Ich nehme den Daumen und die vier anderen Finger so ein bisschen wieder als Fäustchen zusammen. Es geht gar nicht wirklich, ne? Man kann die Finger gar nicht richtig schließen. Achtung, zweiter Kraftteil. Du drückst von beiden Händen die Fingerknöchelchen nach unten. Komm, Richtung Boden. Das brennt ein bisschen weiter, 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 weiter. Zieht bei mir in die einzelnen Mittelhandknochen richtig heiß rein. Also das ist auch so ein, wie so Feuerschmerz. Eine Runde haben wir noch. Die schaffen wir auch noch zusammen. Und du drückst beide Hände in den Boden. Alles, was geht. Komm, die Fingerknöchelchen nach unten drücken, noch ein bisschen, Und ich nehme alle vier Finger um den Daumen. Komm, weiter, weiter, weiter. Zeigefinger. Atmen. Letzte Sekunde. Activity completed. Ich löse die Hand. Ich weiß gar nicht, welche ich zuerst nehmen soll. Die rechte, die linke. Und bewege mal deine Hände. Ruhe ab.
die waren jetzt in Positionen, die du wahrscheinlich lange nicht eingenommen hast und vielleicht auch nicht zulässt, weil es so weh tut doch mal. Jetzt gehen wir nochmal, Daumen rein, Fingerknöchelchen umfassen den Daumen, dreh nach außen, steuer alleine an. Zieh deine Fäuste nach außen hoch und geh nochmal komplett in den Unterarm. Weiter, weiter, weiter und löse auf. Nimm dir die Mini-Rolle, wenn du die nicht hast, kannst du auch gerne die etwas größere nehmen. Linke Hand fange ich an, Fingerspitzen drauf und ich roll mal hier die ganze Hand. Boah, knackt schon ordentlich bei mir. Die ganze Hand aus bis zum Sprunggelenk. Bleib auch bei links, nehme nämlich die Rückseite noch, leg die Fingernägel drauf, die rechte Hand wieder drüber. Ich knicke echt die Finger richtig um, ne? Seite. Finger drauf, erst mit den Fingern gucken, die linke Hand schiebt. Oberkörpergewicht nehme ich dazu. Und die andere. Das kannst du auch machen, wenn du so mit den tauben Fingern zu tun hast. So, gerade mal gucken, ob das grenzwertig ist, wenn du die Ringe anlässt oder ob das geht. Und ordentlich bewegen. Ich stelle die Kamera kurz nochmal wieder nach oben zurück, damit ich beim Rollen ein bisschen besser gesehen werde. Schon klappt mein Stativ zusammen. So, weil ich wollte ja die Fensterbank im Bild haben. Okay, die habe ich im Bild. So, wir rollen als erstes nochmal den Rücken und die Rückseite der Beine. Wenn du den Rücken rollst, empfehle ich dir immer die weitere Rolle der Ausspannung. Du kannst auch gerne mal im Studio mal eine Rolle testen. Wir haben ja auch immer so ein Testset zum Ausprobieren, bevor man sich was kaufen muss, möchte. Dann spreche mich einfach an. Für mich ist aber so eine Faszienrolle einfach ein Hygieneteil, ne? Da rolle ich mit meinem Po drauf, dann rolle ich mit meinem Kopf darüber, dann meine Hände, meine Füße. Also da möchte ich schon mein eigenes Set haben. Ich wasche das nur mit Seife ab und zu mal ab. Aber sonst ist das für mich jetzt kein Produkt, was ich unbedingt permanent verleihen möchte. Weil ich glaube, dass das auch nicht dafür gemacht ist, dass man das mehrmals am Tag mit Seife abwäscht. So. Beckenkamm, jetzt fällt mein Bauchnabel nach innen. Du rollst weiter, deine Dornfortsätze, zack, komm in die Mitte. Jetzt sind wir auf dem Brustkorb, Arme hoch. Und du rollst weiter. So, jetzt kommen die Schulterblätter. Atme richtig aus, mach ein schönes Doppelkinn. Ich habe auch hier Muskelkater. Vom Feinsten, von der Langhantelstunde gestern, von dem Clean and Press zu Ohren bis zum Hals, weil wir den auch schon gedehnt haben. Ich setze mich mal kurz auf, du kannst liegen bleiben. Rolle ich mit schönem Druck rechts und links, habe ich den Rückenstrecker, in der Mitte habe ich die Dornfortsätze, der Halswirbelsäule, rolle ich den Hinterkopf hoch, 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 hoch. Wenn du die Möglichkeit hast, schnell Haarband immer auch abmachen, wenn wir den Kopf rollen. Auf den Kopf. Meine Auerpunkte hier oben. Und rollst nach vorne. Wenn man sich in einem Biobuch oder in einem Anatomieatlas einfach mal die Strukturen anguckt und jede Muskelhülle, jede Muskelkette mit den jeweiligen Faszienketten anguckt. Es ist der ganze Körper ist einfach durchzogen von faszialem Gewebe und wenn da wenig
weiche Struktur wie Muskulatur ist, wie zum Beispiel hier am Kopf oder hier an den Ellenbogen oder am Knie, ne, da hat man ja nicht viel Muskel- oder Fettstruktur noch drüber, dann ist das, für mich ist das hier oben wirklich, boah, da brauche ich so eine schöne weiche Rolle. Rechtes, linkes Bein hatte ich noch gesagt, ich fange wieder hier hinten an. Ich erwarte ein bisschen Muskelkater. Kick die rechte Ferse rein, linkes Bein drüber und in der Millimeterarbeit Stück für Stück rollst du das Gewebe ab. Was wir nach der Liebschaft-Bach-Technik nicht machen, ist dieses wilde Hin- und Hergerolle, damit wir nicht noch mehr Kollagenbildung anregen und noch mehr Verhärtung produzieren, sondern wir streichen einfach nur aus. Ich hatte zwar mal Bio-Leistung vor vielen, vielen Jahren, aber das sind alles so Prozesse. Wenn man da genaueres wissen will, muss man sich einfach mal Deutschland mit Rücken durchlesen oder die Arthrose-Lüge. Oder man guckt sich das passende YouTube-Video von Roland Liebscher-Bach an. Der kann das besser erklären als ich. Auf jeden Fall hat sich bei mir und bei meinen Teilnehmern diese Art von Faszienrollen bewährt. Deshalb gebe ich das auch gerne so original weiter. Herrlich. Richtig schön rein. Ich gehe wieder rechts in die Beckenschaufel bis zu meinem Beckenkamm. Hier kann man das, vielleicht sieht man den noch. Also wir haben jetzt hier, ne, vorm Fersenbein über die beiden Wadenknie, Gelenkspalt, Oberschenkel abgerollt. Hier, ne, Sitzbeinhöcker und wir rollen bis hier oben, bis zu unserer Beckenschaufel. Hier oben, das war eben, wo ich gesagt habe, wir rollen auf der Lendenwirbelsäule, dann kommt die Brustwirbelsäule, dann kommt der Brustkorb. Und hier, wenn wir wirklich die Rippen spüren, dann nehme ich die Arme hoch, damit ihr hier richtig schön an die Beinschultermitte kommt. Das sieht man bei meiner Wirbelsäule hier nicht, da fehlt es natürlich. Da sind ja keine Punkte, wo man die Schulterblätter draufsetzen könnte. So, linkes Fersenbein, rechtes Bein drüber und gleichmäßig geht es in den Bereich der Achillessehne. Haben wir heute auch schon viel reingedehnt. Untere Wade, linkes Bein, mittlere Wade. Das Schöne, wenn ich jetzt hier rolle, ich habe so viel Erinnerung an meine Teilnehmer, wenn ich an linkes Bein denke, denke ich immer an meine Dame hier vorne, weil wir sind die beiden linke Beinauer, Leute. Achtung. Linke Po-Hälfte, weiter rein, weiter rein, weiter rein, weiter, 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 weiter. Und gut, super. Großen Schluck trinken. Wir gehen mal nach vorne. Vorne hast du starke Züge zwischen hier unten, Schambein und Rippenbogen, Schambein und Schlüsselbein. Wenn du den ganzen Tag auf der Arbeit nach vorne kommst, zieht sich vorne alles zu. Hinten wird überdehnt, überstreckt und vorne zieht sich alles zu. Und damit wir wieder richtig gerade werden, müssen wir vorne aufdehnen. Im ersten Moment ist es ganz oft ein unangenehmes Gefühl. Es ist auch hinten im Lendenwirbelbereich, dass man denkt, oh, meine ESG, das ist gerade nicht so schön. Aber wenn wir damit durch sind, wirst du merken, dass es dir viel besser geht. Wir machen einmal, ist schön Fajo-Flow für vordere und rückwärtige Linien zum Kennenlernen. Und zwar starten wir im Vierfüßler. Ich habe die Füße wieder hüftgelenkseng, also nicht so beckenbreit. Von der Vierfüßlerposition eine Handbreit nach vorne. So, jetzt komme ich hier mit der Ausatmung nach vorne. Schau mal zum Boden, Blick zur Decke. Und jetzt hast du die komplette vordere Linie vom Oberschenkel über die Leiste in den Bauch, Brustkorb. Einatmen, zurück, ausatmen, Position herabschauen, Hund, Ferse zum Boden.
herabschauender Hund. Irgendwie immer tiefer mit den Fersen rein. Immer weiter in die gestreckten Knie rein. Trainiere an deiner Beweglichkeit. Wenn ihr zu uns ins Studio kommt mit Rückenschmerzen, arbeiten wir immer nach der Anamnese an eurer Beweglichkeit. Ich kann nicht mit einem blockierten Rücken, einer blockierten Schulter, wie auch immer, mit einem unbeweglichen, jetzt wollte ich gerade Patienten sagen, Mitglied, an die Kraftmaschine. Ich muss den ja erstmal wieder beweglich kriegen, damit er den Bewegungsradius, den er braucht, um seine Muskeln zu trainieren, auch wieder richtig ausführen kann. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der so ist, muss ich den erstmal wieder gerade ziehen. Wenn jemand seine Beine gar nicht mehr richtig bewegen kann, wie zum Beispiel Fersensitz oder so, möchte ich gerne als erstes an die Beweglichkeit. Jetzt gehen wir an deine Beweglichkeit im unteren Rücken, gehen in die gleiche Position wie eben. Handgelenke ein bisschen ausgedreht, ausatmen, Becken fällt nach vorne. Jetzt kannst du ausprobieren, ob es für dich angenehmer ist, die Fersen zusammenzulassen, oder ich nehme heute wieder die etwas breitere Version, mein Fußrücken liegen Außenkante Matte. Auch die Schambein ist Richtung Boden, Oberschenkel werden weich, Bauch und Po halten Grundspannung. Okay. Ich gehe ganz kurz zurück, weil ich stark drücken muss. Los geht's. So, Daumen und kleiner Finger sind dran. Schau dir mal die Decke an. Werf den Kopf richtig in den Nacken. Zieh die Schultern tief, den Hals raus. Finde mal deine Schlüsselbeinknochen und unten dein Schambein. Guck wieder nach vorne. Du drückst beide Handrücken, beide Handteller und beide Fußrücken in den Boden, alles was geht. Komm. Ausatmen, deine Oberschenkel werden weich, deine Leiste wird weich, du drückst dich von der Erde ab, guck nochmal die Decke an, eine schöne Rückbeuge. Und ich guck nach vorne, drück die Handteller und die Fußrücken in den Boden, volle Kraft, komm, alles gibst du. Ausatmen und guck zur Decke. Schön atmen, komm. Und ich drück beide Handteller in den Boden, beide Fußrücken, komm, 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 alles was geht, weiter, 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 Vollgas. Und die letzten 20 Sekunden, ich drücke mich nochmal raus. Hals streck. Leg den Kopf in den Nacken, schau die Decke an. Komm. Bauch und Po brauchen Grundspannung. Activity completed. Guck nach vorne, beug die Ellenbogen, leg das Schambein ab, beug die Ellenbogen. Bauchnabel ablegen, stopp. Füße bleiben liegen, Hände hoch, Hände hoch. Zieh, 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 Bauch und Po sind fest. Komm hoch, Handfläche hoch, 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 hoch. Und löse auf.
haben wir richtig nochmal hier auch in den Quadrizeps reingedehnt, der mit seiner Verkürzung durch das viele Sitzen und das Seitenschlafen ganz heftig durch euer Becken am unteren Rücken zieht. Ich möchte den mit euch rollen. Dafür ziehe ich mir mein Söckchen an, damit ich gleich mit dem Fußrücken so schön über den Boden schieben kann und nicht mit den eingecremten Füßen hier am Boden hängen bleibe. Wir rollen uns in der Bauchlage. Wer das einfach noch nicht kann oder dem die Power im Oberkörper fehlt oder Schmerzen hat, der kann auch hier mit der Rolle im Schienbein hier vorne im Sitzen rollen. Okay? Aber mach es langsam und gleichmäßig und versuch so viel Druck auszuüben, wie du schaffst. Ich fange an in der Bauchlage, Fußspann rein, rechter Fuß. Okay, ich lege das linke Bein da drüber, gehe in den Unterarmstütz, in die hohe Planke und schiebe mich zurück. So, ich habe rechts den Socken am Boden und schiebe mich gleichmäßig ins rechte Schienbein. Das Schienbein legt sich in die Vertiefung der Faszienrolle. Jetzt kommt meine Kniescheibe. Da gehe ich jetzt richtig drüber in den rechten Oberschenkel. Ganz langsam ausrollen, ausstreichen. Okay, jetzt komme ich auf Schambein, Sitzbein, Quatsch. Darmbeinstaffel und drüber. Es geht hier echt gut mit dem Fuß und der langen Hose, da kann ich mich jetzt hier auf dem glatten Boden total schön schieben. Linkes Bein, fange die andere Seite an. Fußrücken rein. Vielleicht so weit wie möglich, dass du noch was von deinem Mittelfußknochen bekommst. Rechtes Bein drüber und hohe Planke und ich schiebe mich zurück. So, mein linkes Schienbein geht in die Vertiefung. Boah, das ist eine Massagesäule, das ist wirklich sehr intensiv. So, jetzt bin ich unter dem Kniegelenkspalt, Kniescheibe, zack, drüber und jetzt geht es langsam und genüsslich in den linken Oberschenkel. Über das Schambein nochmal und Darmbeinstachel. Gut. Wenn du magst und du gleich noch Lust hast und noch nicht so viel im Bauch hast, kannst du auch gleich nochmal vom Schambein bis zu den Schlüsselbeinen hochrollen. Wenn du aber noch was im Bauch hast oder schon zu Abend gegessen hast, würde ich dir das nicht empfehlen. Das ist sehr unangenehm. Weil ich jetzt hier den guten Blick habe auf die Fensterbank, nehmen wir zum Abschluss nochmal die Mini-Rolle und rollen. Ich möchte, ich habe die Trizepsdehnung nicht gemacht. Machen wir nochmal fünf. Nimm die kleine Rolle und roll die Rückseite der Arme aus, weil ich hier saftigen Muskelkater am Trizeps habe. Ich wollte die Trizepsübung machen, habe es vergessen. So. Ich kann mich ein ganz kleines bisschen einmal drehen, Richtung Fensterbank. Perfekt. Nochmal Handrücken, hoch, Trizeps, Rückseite, Schulter. Okay. So, dann hast du noch eine schöne Lymphdrainage für die Arme. Ich gehe ans Ende meiner Fensterbank, lege die Fingerspitzen drauf, die hat die perfekte Höhe und jetzt rolle ich über den Handrücken. Jetzt gebe ich richtig Druck auf meinen Unterarm. Komme ganz dicht an das Ellbogengelenk. Jetzt lege ich wirklich meinen Kopf noch auf die Seite. Eiliska. In die Oberarm. Rückseite. In den
wollte ich eigentlich unbedingt mit euch aufdehnen, aber das wollte ich jetzt nicht zu hektisch machen, weil wir das noch nicht gemacht haben. Und das würde ich dann erst vorher gerne nochmal erklären. So. Vielleicht stellst du fest, dass dein Körper nach dem Rollen ein bisschen anders drauf ist. Bei mir ist das tatsächlich so, mit meiner großen Maxi-Rolle rolle ich mich gerne tatsächlich vorm Schlafengehen. Dann nehme ich die große Rolle und rolle beide Beine gleichzeitig vorne, hinten, rolle den Brustkorb ab, vorne und hinten und kann auch beide Arme rollen. Bei der großen Rolle rolle ich dann beide Beine gleichzeitig, das heißt, ich habe nicht den Druck von einem Bein über dem anderen. Und es ist wirklich richtig toll. Natürlich muss ich in der Mitte der Nacht einmal auf die Toilette, weil natürlich auch das Gewebe sozusagen ausgerollt wird, entschlackt wird. Altes Zellwasser wird ausgestrichen, neues rutscht nach und dann wird über die Nieren entgiftet. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weil dann schlafe ich danach einfach weiter. Es kann aber auch sein, dass du danach in Aufruhr bist, dass du merkst, dein Körper arbeitet, dann musst du einfach für dich feststellen, ich rolle lieber morgens. Für mich ist es toll, den Tag so zu starten, dann stelle ich den Wecker 10 Minuten früher und mache das tatsächlich morgens, weil ich merke, ich komme dann ganz gut in Gang. Meine Lymphe fließt, meine Beine sind durchblutet, meine Füße sind warm, mein Geist ist ganz wach durch die Übung. Da würde ich einfach dir empfehlen, zu gucken, was dir gut tut. Viele von euch haben mir berichtet, sie haben Igelbälle im Wohnzimmer, können beim Fernsehen gucken, ein bisschen rollen. Wir haben die Knieretter im Badezimmer, weil die Kinder haben die Eieruhr fürs Zähneputzen. Das kommt genau hin mit der Übung für die Knieretter. Ich habe aber auch von einigen gehört, die haben die in der Küche, weil sie beim Kochen ja auch am Herd stehen und rühren. Das kann man ganz toll auf den Knierettern machen. Dann die Übung, die ihr in den Tag einbauen könnt mit dem Gurt. Ne? Einfach nach dem Duschen, zack, einmal mit dem Badehandtuch über den Kopf. Baut euch so kleine Rituale ein. Das ist in den ersten paar Tagen komisch, in den ersten paar Wochen muss man sich immer wieder daran erinnern. Aber wenn ihr das Material in eurem Haus verteilt, in eurer Wohnung, werdet ihr immer wieder daran erinnert. Oder ihr macht euch so kleine Post-its mit so einem Smiley oder so. Faszienrollen nicht vergessen oder jetzt in der Corona-Zeit rollen ja einige wesentlich mehr mit mir, dass ihr das wirklich als tägliches To-Do mit einbaut. Wenn ihr gesund und fit seid, sechsmal die Woche rollen ist gar kein Problem, gerade so wie wir das machen. Wir rollen ja nicht mit so einem massiven Druck, sondern wir streichen den Körper aus. So, dann Stocki Duster, würde ich sagen, machen wir Feierabend, sehen uns morgen früh um 9 in der Engpassdehnung, 9:30 mit Bodyforming und morgen gibt es wieder ein Workout for Kids um 16 Uhr. Könnt ihr 30 Minuten mit euren Enkelkindern, euren Kindern, euren Teenagern oder selber mit mir und der Amy wieder trainieren. Da liebe ich übrigens die Fotos, die ich von euch bekomme. Da freue ich mich immer brutal, wie es bei euch im Wohnzimmer chaotisch aussieht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis morgen.